Hallo Fotofreunde, herzlich willkommen hier in diesem Video. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich möchte dir heute anhand Lightroom zeigen, wie ich aus diesem Bild dieses Foto gestalte. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bevor ich das Foto jetzt mit dir entwickle, möchte ich als allererstes ein bisschen auf den fotografischen Teil eingehen. Fotografiert habe ich das Ganze freihand, ohne Stativ, im manuellen Modus, mit einer Blende von 4, einer 200. Sekunde und bei ISO 320. Die 200. Sekunde sollte bei 90 mm doch noch ganz gut verwackungsfrei auslösbar gewesen sein. Ich denke, mir ist es ganz gut gelungen und aus dem Grund die ISO ein bisschen höher. Bei Makroobjektiven ist es meist so, dass das Makroobjektiv abgewendet werden muss, um eine gute Abbildungsleistung zu erzielen. Doch wenn ich dieses alte Tamron 90 mm abblende, dann habe ich ein sehr unruhiges und wirres Bokeh. Das will ich vermeiden. Aus dem Grund bin ich auf Blende 4 gegangen. Mit Blende 4 habe ich doch noch einen ziemlich großen Schärfebereich. Auf jeden Fall für die Blüte hat es gereicht. Die Blüte war ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück. Wenn du Blümchen bzw. wenn du Makrofotografie betreibst, solltest du darauf achten, dass dein eigentliches Motiv dein Hauptmotiv im Foto ist, also einen Großteil deines Bildes einnimmt. Ich sehe ganz oft Blumenbilder, wo die Blümchen hier diese Größe haben, irgendwo hier raufragen, als einzelner Stängel und ersaufen in einem unscharfen Hintergrund. Oder entweder sind die Blümchen unscharf und der Hintergrund auch. Darauf solltest du bei der Blümchenfotografie achten, dass deine Blüte eben das Hauptmotiv im Foto ist und nicht irgendwo im Hintergrund ersäuft. Des Weiteren solltest du deine Blüte, deine Blume nicht von oben runter fotografieren, so aus Augenhöhe, so aus der Komfortzone heraus, sondern geh runter. Geh runter und werde eins mit deiner Blüte. Dieses Foto ist am frühen Vormittag entstanden. Es war schon fast zu spät. Wenn du Blumen fotografieren möchtest, fotografiere die eine Stunde vor Sonnenuntergang oder eben eine Stunde nach Sonnenaufgang. Denn da hast du das beste Licht für diese Blütenmakrofotografie. Okay, wenn ich mir das Bild hier so anschaue, ist es so, naja, Giftgrün, out of cam halt, eigentlich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, nicht anschaubar. Ich möchte aber aus diesem Bild ein Foto gestalten, wo man sich am Ende an die Wand hängen möchte. Als allererstes werde ich jetzt hier in den Details das Foto schärfen und zwar ein bisschen anders wie sonst. Normalerweise schärfe ich meine Bilder immer mit einem Betrag von 80. In diesem Fall gehe ich hier auf einen Betrag von 100. Maskieren tue ich das Ganze so um die 40 bis 50, sodass der Hintergrund von meinem Schärfebereich nicht mehr beeinflusst wird. Wenn ich mir das Rauschverhalten bei diesem Foto anschaue, wir haben ISO 320, verwendet ist es bei einer 2:1 Vergrößerung ein moderates Rauschen erkennbar. Ich möchte das ein bisschen reduzieren, indem ich die Luminanzrauschreduzierung so um die 10 nach oben reguliere. Okay. Von den Details wechsle ich in die Objektivkorrekturen, werde die chromatische Aberration entfernen und die Profilkorrekturen aktivieren. Von den Objektivkorrekturen wechsle ich in die Kamerakalibrierung und gehe hier ganz runter auf das Primär, auf die Primärwerte grün und werde mir den Farbton auf minus 100 einstellen. Sieht es erst ein bisschen komisch aus, ändern wir gleich. Als nächstes gehe ich in HSL Farbe Schwarz-Weiß und werde die Sättigung bei grün so um die 50 runternehmen, bei gelb so um die 30. Alle anderen Farbwerte werde ich so um die 20 sättigen. So, das Bild sieht immer noch sehr komisch aus. Jetzt möchten wir ein Foto daraus machen, wo wir uns an die Wand hängen. Dazu benötige ich als allererstes einen Radialfilter. Ich ziehe mir den Radialfilter großflächig über das Bild, ungefähr so, positioniere mir das so ein bisschen, werde die Weichkante auf 75 einstellen, Maske umkehren werde ich nicht. Der Radialfilter soll sich nur im äußeren Bereich auswirken und werde mir jetzt als allererstes die Belichtung so um die 0,75, 0,8 nach unten ziehen. Die Temperatur werde ich so um die 20 ins Bläuliche bringen. Die Tonung werde ich so um die 20 ins Grüne ziehen. Okay. Als nächstes werde ich den Dunstentfernregler betätigen und zwar nicht in den Plusbereich, sondern eher in den Minusbereich, so um die 9 bis 10, damit ich hier einen schönen weichen, weißen Dunst ins Bild bekomme, so ähnlich wie bei Hochzeitsfotografie. Als nächstes werde ich mir hier unten bei Farbe, dieser Regler wird ganz gerne vergessen oder auch übersehen, um den Radialfilter einen schönen Rosaton ins Bild malen. Ja, ungefähr so, der ist schon ganz cool, vielleicht noch ein bisschen stärker. So, und jetzt werde ich mir den Radialfilter noch ein bisschen zurecht schieben.
Ungefähr so. Dabei belasse ich es jetzt erstmal. Bestätige das Ganze hier mit fertig. Jetzt wechsle ich in die Grundeinstellungen und werde hier meine Standardentwicklung so durchführen. Die Lichter ein bisschen nach unten ziehen, die Tiefen nach oben. Den Weißpunkt so weit anpasst, sodass hier oben im Histogramm der Wert vollständig ausgefüllt wird. So, den Schwarzpunkt ein bisschen nach unten regulieren. Jawohl, so vielleicht. Die Dynamik auf 40 ins Plus regulieren. Die Klarheit anpassen. Immer wenn du die Dynamik anpasst, musst du auch die Klarheit anpassen. So um die 20 reicht schon. Das Foto fängt schon an zu leuchten. Wir haben jetzt hier so ein bisschen einen lila Stich drin, der gefällt mir noch nicht. Hier auch so eine Kante, die mir nicht so gefällt, bekomme ich aber noch raus. Als nächstes wechsle ich von den Grundeinstellungen hier in die Teiltonung. In der Teiltonung gehe ich hier auf die Schatten und werde mir mit gedrückter Alt-Taste erstmal den Farbton auswählen, welchen ich jetzt hier in den Schatten drin haben möchte. Und das ist für dieses Foto der Farbton. Ich werde es mit der Sättigung dann diese Farbe in den Schatten reinmalen. Ungefähr so. Und beim Abgleich werde ich hier auch noch ein bisschen nach rechts regulieren. So, sieht schon ganz cool aus. Bei den Lichtern mache ich in dem Fall nichts. Und jetzt werde ich mir hier noch einen weiteren Radialfilter ins Foto malen, denn die Blüte, die Blume soll ja leuchten und herausstechen. Ich ziehe mir hier grob über die Blume ein Radialfilter auf, ungefähr in dem Stil, und werde als allererstes die weiche Kante auf 50 stellen, die Maske umkehren und mir hier die Klarheit so um die 24, 25 nach oben regulieren. Dann werde ich den Dunstentfernfilter anwenden, ungefähr so, und die Sättigung ungefähr, ja, nicht so stark. So, die Schärfe auf plus 50 und das Ganze jetzt noch ein bisschen zurechtgerückt. So, danach werde ich die Lichter ein bisschen nach unten ziehen, die Tiefen ein bisschen nach oben, den Weißpunkt noch ein bisschen anheben, es soll leuchten. Schwarz noch ein bisschen runter, Kontrast ein bisschen nach oben, nicht viel. Und hier die Temperatur ein klein wenig ins Gelbliche verschieben. Und schon leuchtet meine Blüte. Wenn du den Radialfilter einseitig verschieben möchtest, drück die Alt-Taste und zieh den Bereich in die Richtung, wie du ihn verändern möchtest. Ich bestätige das Ganze mit fertig. Und zum Schluss muss der Bildausschnitt noch angepasst werden, denn jetzt ist die Blüte noch nicht das Hauptmotiv. Das soll sich ändern. Ich gehe hier auf das Freistellungsüberlagerungswerkzeug, drück die Shift-Taste und zieh mir meinen Bildausschnitt auf, von rechts nach links und es hier von links nach rechts, sodass hier die Kante der Blüte hier oben nicht mehr im Bild enthalten ist. Achte darauf, dass die Abstände gleich sind. Aus dem Grund werde ich hier unten noch ein bisschen nach oben ziehen, das Ganze. Ungefähr so. Bestätige das Ganze mit fertig. Jetzt haben wir die Blüte als Hauptmotiv. Das Bild kann man sich an die Wand hängen. Was mich jetzt noch stört, ist der Teil hier oben, der Fleck hier, die beiden Punkte und dieser Fleck. Die bekommen wir aber mit dem Bereichsreparaturwerkzeug problemlos weg. Wichtig ist nur, dass du deine Deckkraft auf 100% stellst und die weiche Kante auch auf 100%. Ich passe mir die Größe für jeden Bereich, der repariert werden soll, an, indem ich das Mausrad nach oben und nach unten drehe und klicke hier auf einen Bereich, der mir nicht gefällt. Maskiere mir das hier, ungefähr so. Und Lightroom, wenn es einen guten Job macht, entfernt mir den Makel. Ja, das kann man so lassen. Ich fahre nochmal drüber. Über den Punkt auf der rechten Seite gehe ich gleichermaßen vor. Ich klicke das einmal an und lasse mir das Ganze von Lightroom entfernen. Das gleiche habe ich jetzt hier noch so mit diesem Stängel. Der gefällt mir nicht. Der fällt sofort ins Auge. Und der Bereich hier soll auch entfernt werden. Okay. Jetzt habe ich hier noch ein paar Makel in den Blüten drin. Die möchte ich auch raus haben. Passt meine Größe an. Setzt das Punkt genau auf den jeweiligen Fleck, der weg soll. Und das Ganze mache ich jetzt für alle Bereiche, die mir hier nicht gefallen. Ich bestätige alles mit fertig und ich denke, das war's. Dieses Foto biete ich dir zum kostenlosen Download auf meiner Homepage an. Ich werde es in zwei verschiedenen Größen anbieten. Einmal als Desktop-Hintergrundbildformat von 1920x1080 Pixel und einmal als Facebook-Banner. Kannst du dir beide kostenlos herunterladen. Das Einzige, wo du benötigst, ist ein Account. Den kannst du dir ebenfalls kostenlos auf meiner Homepage erstellen.
Das war's von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Falls du mich unterstützen möchtest, teile dieses Video mit deinen Freunden. Folge mir auf Facebook. Die URL befindet sich in der Videobeschreibung. Ich habe eine Facebook-Gruppe eröffnet. In dieser Gruppe teilen wir unsere Bilder und besprechen einige Themen. Ich würde mich freuen, wenn ich dich in dieser Gruppe begrüßen dürfte. Das war's von mir. Geh raus, mach coole Blümchenbilder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.